Ja, wie Tuna von Jessicas Lüge erfährt, das ist natürlich nicht die feinste und schönste Art und Weise. Und zwar möchte er eigentlich Jessica mit Blumen überraschen und diesen Neustart von ihm so ein bisschen einläuten und vielleicht sogar ein bisschen zelebrieren. Und dann steht er im Hausflur und hört ein Streitgespräch zwischen Carlos und Jessica. Zwischen Max und mir ist alles geklärt. Wir sind ein Team. Ihr seid ein Scheiß! Oder warum hast du mit mir geschlafen? Ich kann denken. Ach, bitte! Ich muss dir das mit Max erzählen. Mit der Schwangerschaft, mit dem Abgang, alles nur Fake. Leute, jetzt ist es raus. Ey, und die Kacke ist so am Dampfen. Naja, Jessica hat, das war nicht ein Plan von Jessica Tuna, diese Schwangerschaft vorzuspielen, sondern das hat sich halt dummerweise in Jessicas Welt ergeben. Also sie dachte ja tatsächlich, dass sie schwanger ist und hatte dann diesen Schwangerschaftstest gemacht und der war dann negativ, was für sie gut gewesen ist, weil sie wollte, es war nicht geplant, es war alles in Ordnung und damit war das Thema für sie auch erstmal durch. Dann hat aber Tuna diesen Schwangerschaftstest gefunden und hat, wie auch immer, einfach die Schlüsse gezogen, dass Jessica schwanger sein muss. Und Jessica hat einfach nicht geschafft, in diesem Moment dieses Dilemma aufzulösen. Tuna war dann in dem Moment einfach so überglücklich, dass Jessica es nicht über die Lippen bekommen hat, dass sie einfach gar nicht schwanger ist. Und im selben Moment wollte sie das aber auch aufklären, aber hat diesen Moment einfach verpasst, ihm die Wahrheit zu sagen. Und damit war das Dilemma geboren. Als Jessica und Tuna getrennt gewesen sind, ist Jessicas Welt zusammengebrochen. Und in dem Moment war Carlos dann da und Sex mit dem Ex und eins zum anderen. Und dann im ersten Atemzug hat sich das für sie gut angefühlt. Und Carlos war ja auch nicht wirklich abgeneigt, wenn wir ehrlich sind. Aber nach dem Akt hat sie sofort gemerkt, dass das definitiv auch der falsche Weg gewesen ist. Einmal Nina gegenüber, Carlos gegenüber, Tuna gegenüber und auch sich selbst gegenüber. Und dann war die Reue groß. Ich wünsche Jessica für die Zukunft, dass sie endlich ihr Leben in den Griff bekommt, für sich selbst einsteht, der Wahrheit treu bleibt und ihren Weg findet. In Jessicas Welt hat sie ja jetzt dann die ganze Problematik aufgelöst und hat, was heißt Problematik, also die Thematik aufgelöst und hat für sich die Wahrheit eingeläutet. Aber Max weiß ja, dass das nicht die Wahrheit ist. Aber das weiß ja wiederum Jessica nicht. Und jetzt ist es so, dass Jessica halt alles normal weiterlebt und der Meinung ist, dass diese Beziehung jetzt funktioniert und auf Ehrlichkeit weiterhin, na was heißt weiterhin, also jetzt dann läuft, ja, und Max ist halt gerade komplett der Gegenpol und hat gerade ganz wirre Gedanken und ganz, ganz wirre Pläne und ja, das, guckt's euch einfach an. Wenn ihr wissen wollt, welche Pläne Max nun hegt und was zwischen Jessica und Max jetzt abgeht, dann schaltet ein GZSZ Montag bis Freitag um 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL Plus. Habt ihr gesehen? Also, wenn ihr mehr erfahren wollt, dann könnt ihr auch einfach hier klicken, weil da gibt es noch weitere Videos. Oder ihr schaut euch einfach ganze Folgen an, die gibt's hier. Aber wisst ihr, was ich mache? Ich abonniere einfach. Ja, los! Abonnieren! Komm!